Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Kann ich hier noch was ein? Willkommen in der Muskelmanege. Ah, Suche. Gut, kann ich mich vorher mal noch hinsetzen wenigstens. Gut, das kann ich wenigstens. Das ist gut. Ja. Renn! Wir gucken nochmal, ob ich Münzen eintauschen kann. Hier kann man seine hart erkämpften Goldpunkte in muskulöse Preise umtauschen. Ja komm, die fehlt uns noch. Einfach nur, weil wir mal mitnehmen können. Der Rest ist Poppes. So, wo sollen wir denn hin? Wir suchen hier. Die anderen kümmern sich um den Rest des Parks. Achso, wir suchen hier. Parenta? Das macht ja so gar keinen Sinn. Hey! Warte! Nicht so ungut! Menno! Los, folgen wir ihm! Aha. Was auch immer das jetzt soll. Hinterher! Ich erinnere mich halt wirklich daran jetzt überhaupt nicht. Ich weiß auch, dass wir nicht in der Arena nochmal gegen Don Corneo antreten müssen. Also ziemlich sicher sogar einen ursprünglichen. Das letzte Mal schon ein bisschen her, sich gespielt haben. Ist hier gerade eine Katze durchgerannt? Nee, da kommen wir jetzt nicht raus. Das heißt, wir haben diesen kleinen abgesperrten Bereich hier. Hier kann man sich aber auch leicht verlaufen. Die Einteilung in verschiedene Bereiche ist. Die sind doch nur meine Mama will sich ein Theaterstück an. Herbert hat mit Sicherheit aufgepasst, dass er nicht da lang gekommen ist. Pass auf, es gab sich daran, dass ich mit Herbert hätte sprechen müssen. Hey, Cloud, tut mir leid, aber ich habe Catchy noch nicht gefunden. Okay, der Ranger da unten. Versteckt er sich nur? Er kann nicht weit gekommen sein. Hey, da bist du ja. Von der dämlichen Katze fehlt leider noch immer jede Spur. Okay, dann kann er jetzt nur hier hochgegangen sein. Hier muss man alles systematisch abklappern. Keine Spur von Cat. Ja, warum rennt er durch die Kisten? Er kann doch einfach mal vorbeirennen. Auch wenn er Chaos schaffen will, um mich aufzuhalten. Kiste mit Waffe. Kristallkreuz. Für Yuffie. Ausrüstung.
Statt der Mondsichel das Kristallkreuz. Oh, ist gut. Umso stärker, je mehr ATB für andere Kommandos aufgewandt wurden. Das Element ändert sich durch Inventar. Jutsu kann in der Luft eingesetzt werden. Teilt sich seine Stufe mit Purifikation, maximal auf 3. Mit dieser Fertigkeit auf Stufe 3 Gegner treffen. Das ist eine Purifikation. Rüsten wir aus, ist okay. Wir setzen noch Materia ein, hier unten diese. Und zwar gewährt nach erfolgreichem Stehlen Courage. So oft stehle ich jetzt eigentlich auch nicht, aber machen wir trotzdem mal rein. Wir erhöhen generell die magische Attacke und ein bisschen TP Maximum. Dann kriegt sie jetzt noch Heilung, hat sie schon. Wiederbeleben habe ich verballert. Die habe ich auf Kate, Toxin. Stein habe ich auf ihr und bin dann das Yuffie in dem Team laut. Kriegt sie eine Zeitmaterie und passt. Sag, was bildest du dir ein? Ich kann das erklären. Wie sehr man sich doch in jemandem täuschen kann. Für einen Moment hatte ich dir echt vertraut. Hätt's besser wissen sollen. Barrett, tu's nicht! Ha! Das Vieh ist die Kugeln wirklich nicht wert. Wie konntest du das bloß tun? Voll mies! Wir hätten dir niemals trauen dürfen. Er hat schon erzählt, dass er sich Sorgen gemacht hat. Er hat es nicht anders verdient, Aeris. Cloud. Dass es so kommen würde, war mir ja von Anfang an klar. Ich hätte sie nicht so ins Herz schließen dürfen. Oh. Dieser Kater. Bin echt sauer auf ihn. Der kriegt dafür bestimmt eine fette Beförderung. Das heißt, dass er uns die ganze Zeit angelogen hat, oder? Wenn ich nur darüber nachdenke, könnte ich platzen vor Wut. Aeris, alles in Ordnung? Ich dachte immer, ich hätte ganz gute Menschenkenntnis. Vergessen wir ihn. Und was jetzt? Shinra will sich bestimmt auch die schwarze Materia krallen. Wir müssen hinterher. Und wohin bitte, Fräulein Naseweiß? Wo der Tempel ist, weiß nur Kachi, oder? Vom Tempel weiß ich nichts. Aber die Helikopter der Turks kann ich finden. Und wie? Ich kenne die Frequenz, auf der sie senden. Wenn wir ihre Funksprüche abfangen, ergibt sich der Rest. Eine Kleine hat ein eingebautes Funkgerät. Das ist ja perfekt! Gut, dann gehe ich schon mal alles vorbereiten. Jo! Das wird schon. Wir werden den Tempel finden. Die schwarze Materie gehört uns. Ah, jetzt haben wir den Anruf. Cloud! Ein Anruf von Gobby. Moment!
ich verbinde. Wie geht's? Wie steht's? Hier ist euer Lieblingssprössling der Goblins. Gobby, lange nicht gehört, was? Ich bin endlich fertig. Die nächste Prüfung kann also beginnen. Wenn ihr den Wüstenschatz immer noch haben wollt, dann kommt doch mal beim Reaktor Nummer 3 vorbei. Ich erwarte euch dort. Ciao! Die Suche nach dem Wüstenschatz kann also weitergehen. Das ist gut, aber direkt eine Position daneben, da gehen wir jetzt auch hin. Warte, gibt es denn jetzt auch wieder neue Kampfaufträge hier? Oder ist das jetzt erledigt? Weil da waren ja eigentlich noch welche. Da waren da noch welche? Ich habe keine Ahnung. Wir fahren mit dem Buggy. Weil ich den Buggy mag. Dann holen wir uns jetzt die Protosubstanz. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder den Kaktusfelsen finden, ne? Stein. Bum, 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 bum. Dann suchen wir doch mal den passenden Felsen zu dieser Statue. Okay. Hinter diesem Felsen. Das funktioniert leider mit Buggy nicht. Aber darüber komme ich wieder nur mit Buggy. Ah. Ich meine, es ist nur eine kleine Sequenz, aber die ist trotzdem ein bisschen jetzt. Das können wir doch aus dem Bug hier rausmachen. Nur dass man es echt schlecht sieht, ne? Au. Ich da auch. Oh, warte, wahrscheinlich muss ich links rüber. Ja, hier kann ich. Habe ich da mit Luftsprung rüber? Ja, ist nicht vorgesehen. Okay. Da komme ich doch bestimmt schon drauf, oder? Fahre ich doch, guck mal. Da kam ein Ruf. So, steigen wir mal kurz aus hier. Ach ja. Jetzt stehen wir hier. So. Dann zeig mal her. Hier unten. Okay, komme ich denn hier runter? Da ist der Felsen. Komme ich da runter? Ist das sieht zumindest aus, als würde ich hier runter. Ich kann auch da hinkommen, wo ich hin will. Das ist eine andere. So, jetzt bin ich tiefer. Hm? Nicht da, wo ich sein will. Ich bin da, wo ich sein will. Okay.
auch eine seltsame Höhle. Wie sonst nichts ist, außer dem Kaktorstein. Na gut. Na, wen trifft's diesmal? Lass mich dich analysieren. Bin mal so frei. Pflanzenungeheuer, das in Wüstenbäume, das sich um wasserreichen Orten wie Oasen auffällt, hat seinen Körper gigantische Ausmaße an. Stellt gerne sein akrobatisches Können zur Schau, wobei sein eleganter Schnurrbart im Wind wiegt. Fällt in Schockzustand, wenn der Stachelregen einsetzt. Je öfter er die Attacke benutzt, desto stärker wird 1000. Und tschüss! Man kann ja. Komm. Und tschüss! Ziemlich schwach. Keine Chance. Vergiss es. Das war's das. Geh mal zum Schockzustand. Danke, Schock. Bevor er jetzt tot ist, setze ich noch einmal Chakra ein. Wenn das hier nach Reihenfolge geht, sollte es uns beide ja wohl dieses Mal nicht treffen, oder? Hoffen wir es mal. Yippie! Guck mal, den Schwanz kann ich noch bewegen. Also, ich finde das witzig. Das ist schön für dich. Bitte, als letzten Barrett, bitte. Das wäre einfach zu witzig. Yes. Du solltest jetzt nicht so weit vorbei. Hm, nur einmal ein Stück. Wird jetzt sowieso weggespawnt, oder? Der Weg steht. Oder auch nicht, zur Ausnahme mal. Blum. Ja, lass mich da rein. Mini-Reaktor, das finde ich alleine schon. Naja, gut. Dann machen wir mal die. Das Kaktor-Minispiel. Ah, bin gespannt, wen es denn diesmal trifft. Ah, ist so nix. Das heißt, wir können hier raus. Warum ist Corneo hier? Das darf doch alles nicht wahr sein, ihr kleinen miesen Verräter! Dabei hat der Don euch vom Samen auf großgezogen. Und so dankt ihr es ihm nun. Wie widerborstig kann man eigentlich sein? Hört ihr euch eigentlich selbst zu? Sie waren doch nichts als Wegwerfsoldaten für euch. Macht ihr euch etwa über mich lustig? Ich hoffe, ihr wisst, was euch blüht. Ihr seid wohl die unwürdigsten Schatzsucher, die mir je untergekommen sind. Und jetzt verschwindet. Ich hab Gäste. Was machst du denn hier? Das ist doch alles eure Schuld. Ihr Clowns habt schließlich meine Pläne zunichte gemacht. Tief getroffen von seinem Rauswurf aus dem Gold Saucer, kämpfte sich der Don durch die Wüste und landete schließlich hier. Und wie ist er da reingekommen ohne den Schlüssel? Ein kurzes Päuschen an dieser kleinen Oase wurde ihm nicht gewährt. Stattdessen... War Notwehr. Schließlich wolltet ihr euch den Wüstenschatz unter den Nagel reißen. Red keinen Scheiß.
Jedes Kind weiß, dass alle Schätze dieser Welt ganz allein Don Corneo gehören. Ein Corneo-Land baut sich nur mit entsprechenden Devisen auf. Geht das nicht in eure Spatzenhörner? Ich will diesen Schatz! Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich will! Ich will! Ich will! Ich diesen Mann hasst. Ich will! Dort! Mann, in hier ist ein taktischer Rückzug angesagt. Sollen die dort die Drecksarbeit machen? Wir luchsen ihnen den Schatz ab, sobald sie ihn sich geholt haben. Der Corneo-Clan zieht sich zurück. Auf bald. Lebt wohl. Tschüssi. Tschüssi. Ha. Genau. Endlich sind sie weg. Dann können wir ja jetzt loslegen. Bereit? Klar. Auf geht's. Hab was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Was ist an denen jetzt so besonders? Ist doch das gleiche, nur ein Bund. Klar, das ist eine spezielle Unterart von Kaktoren. Aufgrund ihrer überaus seltenen Färbung werden sie unter ihresgleichen als Helden verehrt. Ich brauche unbedingt die Daten dieses Kampfs. Nun denn, möge die dritte Prüfung beginnen. Herausforderer ist wieder Yuffie, es gibt Dunkelmaterie. Dann hauen wir da mal rein. Was? Gewischt? Ich hab doch noch einen Wirbelsturm, oder? Der Gegner ranzt. Das kostet mich da als Punkte. Ich brauch zu lange. Wirf doch einfach das Ding und dann mit Magie drauf. Ich werde die ganze Zeit getroffen, ne? Nimm das!
kommen. Ich möchte es neu starten. Das ging ja komplett nach hinten los. Aber das letzte Mal ist halt auch schon wieder so lange her, da hat man halt nicht mehr so die Übung, ne? Das sind Magiekaktoren. Komm mir nicht in die Sphäre! Warum genau hat jetzt denn nicht funktioniert? Reduziert. Weil zu den Gegner mit heftigen Schlägen kann eine Luft reduzieren. Ist doch. Sturm. Nimm das. Jetzt ist Schluss. So, jetzt kann ich auch wieder ein Multiplizierer. Kleiner Griff in die Ninja-Trickkiste. Nimm das. Pass mal auf. Die Leine. Wie ist das? Nimm das. So, jetzt verstehe ich die Wechsel zwischen euch. Ja, ich habe die 2000 Punkte. Aber das ist echt. Echt schwer, ich soll 4000 kommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Jetzt bin ich baff. Ihr habt's wirklich drauf. Ich versuche das jetzt noch mal kurz ein bisschen offscreen und dann sehen wir uns
dann gleich wieder. Insgesamt sollten es doch 4 Teile sein. Völlig korrekt. Euch fehlt nur noch das Teil aus Reaktor Nummer 4. Bin ja gespannt, ob ihr euch bei der letzten Prüfung endgültig als würdig erweisen könnt. Weil die dunkle Materie ist jetzt nicht unbedingt das Riesen, die Riesenbelohnung. Aber haben will ich sie trotzdem. Ah, guck mal, da ist auch noch was im Nebel. Gut, aber ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, nur 2 Versuche später habe ich es dann noch geschafft. Das kommt alles nur darauf an, zwischen dem vorigen Kansan und dem Wirbelsturm zu alternieren und dann passt das. Und halt darauf zu achten, wann die Donkaktoren ihr Element ändern. Also wann sie Magiekaktoren und wann sie Physikkaktoren sind und ich entsprechend dann auf sie draufgehen muss. Das war jetzt nicht weiter wild. Das sieht jetzt wieder anders, wenn ich mit Aerith jetzt ran muss, denn die Gute ist da ein wenig anstrengender, was das angeht, weil ich einen Magiekreis setzen muss, damit sie magische oder nicht magische Attacken macht. Wir brauchen einen Buggy. Sag mal einer. Und jetzt müssen wir gucken. Da hinten. Das finde ich nicht. Das würde ich direkt vor der Tür stehen. Sehr gut. Die Statue. Nur noch einen letzten Felsen gilt es zu finden. Dann wartet endlich der Schatz auf uns. Das hättest du mir jetzt nicht extra sagen müssen. Wir steigen erstmal wieder ein. Halten wir mal hoch. 10. Nee. Dann mal da rum. Oh, wahrscheinlich da runter, oder? Doch nicht. Da hinten rüber. Das kann ja dann nur irgendwo in dem Bereich sein. Dann machen wir doch mal eine Schnellreise mit dem Buggy hier hin. Guck mal von hier aus, welche Richtung er uns dann schickt. Hinter uns? Also da irgendwie in die Richtung. Grandios. Okay, da habe ich ja keine andere Option, als dass ich da hochkletter. Ach komm, ein bisschen schneller geht das aber auch. Ja, ja. Von links, rüber. Boah, das Klettern ist echt so schlecht in dem Spiel, ne? Das macht mir echt Spaß. Es ist echt die beste Version von Final Fantasy VII, die man haben kann. Aber dieses Klettern. Ich nicht. Ich komme doch da unten gar nicht ran. Bin ich echt verwirrt. Dass ich hier den Buggy rufen kann, ist natürlich auch sehr interessant. Ich will nicht gegen irgendwas kämpfen oder sonst was. Zeigt auf diesen Abschnitt hier. Soll ich jetzt wieder Bronco fahren oder was? Ich habe ja gar keine Chance, hier irgendwo an den Strand zu kommen. Das heißt, eigentlich kann das nur mit der Tiny Bronco auf der Seite irgendwo zu erreichen sein. Heißt, ich muss der Hafen da.
Oh, ich habe eine neue Mission, was? Mach mal eine Schnellreise rein und guck mir nochmal das schwarze Brett an. Es reißt sich am bequemsten auf dem. Brauchen wir jetzt noch eine Nebenmission her? Kommt wieder. Gucken wir mal wieder, was von mir will. Der Griff nach den sieben Sternen. Du oder ich, Costa del Sol, Johnny Strandhotel. Der Beliebte befindet sich gerade mitten im Umbau. Fast als. Gibt da nämlich ein kleines Problem und zwar in Form von mir oder sollte ich sagen uns. Oh, jedenfalls Hilfe. Ach nee, warte mal, das war doch Blödsinn. Ultimative Partylöwe. Werte Freunde und Spaß, wenn du herausfindest, geht an euch. Ich, einst ein grauer Schatten im Großraum, jetzt König aller Zocker und Partyfreunde habe. Neue Höchstpunktzahlen bei den beliebtesten Attraktionen im Goldshaus aufgestellt. Messt euch mit meinem Können und versucht mir den Titel des ultimativen Partylöwen abzunehmen. Yep, die Quest, alles klar. Ist eine Minispiel-Quest in der Gold Source. Das ist nicht das Problem. Ich werde einmal ganz kurz rauskriegen, wo ich hin muss für das Ding, weil ich jetzt echt keine Lust habe, stundenlang zu suchen. Und die Folge ist ja auch nicht mehr so lang. Bin gleich wieder da. Okay. Ist ein bisschen dämlich. Ich bin jetzt wieder in der Schokobo-Haltestelle. Und jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich musste hier jetzt. Okay. Zieh ich da jetzt hoch? Doch ja, ich glaube, ich muss. Nee, warte mal, da hoch war ja wieder. War ja wieder Blödsinn. Wie war denn das jetzt? Ich habe jetzt in dem Video nicht wirklich geguckt. Ich habe mir nur die Position geben lassen. Man braucht nicht die Tiny Bronco. Sondern man kann hier irgendwie lang. Moment. Okay, man muss sich einfach mal ein bisschen dumm anstellen. Da ist die Schokobaldestelle. Man geht dann hier rechts raus und man kann dann hier an der Außenseite rumlaufen. Da lang. Kommt man nämlich hier hoch. Viel mehr hatte ich mir jetzt nicht angeguckt. Also, wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Aber ich denke, dann werden wir es jetzt finden. Aber das ist ja ätzend. Oh ja, toll. Natürlich. Weil ich mich so sehr über das Klettern in diesem Spiel freue, machen wir noch ein bisschen Klettern. Nächste Folge wird dann die letzte Minispielfolge. Nachdem wir hier jetzt die rote Substanz geholt haben, denn da müssen wir noch ein paar Rekorde aufstellen. Jetzt müssen wir da schwingen, ne? Sehr gut. Jetzt. Ihn erkennen wir schon. Mehr geht im. Das war's! Ja. Ja. Zeig, was du kannst! Ja. Da. Ja. 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 Und er macht einmal hier wieder seinen heilenden. Spring für mich ein! Es ist vorbei! Das war's dann wohl! Wenn er durchkasten, dann ist er voll. Okay, was sollte der letzte sein? Wen trifft's wohl dieses Mal? Bitte Barrett, bitte Barrett. Das. Alle drei. So was von klar. Sehr gerecht verteilt. Ich hoffe, ich störe gerade nicht.
Ich habe meinerseits etwas in den Chroniken des Gebieters recherchiert. Und zwar soll der Wüstenschatz ursprünglich aus einer anderen Welt stammen. Und haltet euch fest, es heißt, sein wahrer Besitzer sei ein legendärer Schwertmeister. Ein legendärer Schwertmeister? Genau. Vermutlich gibt Gobby uns deshalb all diese Prüfungen. Er möchte Cloud auf die Probe stellen. Ah. Und deswegen müssen Yuffie und Aerith die Prüfung abschließen. Die Kulturen bereits von überall her zusammen. Macht euch auf einen harten Kampf gefasst. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auch den meistern werdet. Viel Erfolg! Na dann mal los. So. Das ist so ätzend, dass ich nicht einfach da eine Schnellreise machen kann. Jetzt muss ich hin, muss den Buggy wieder rufen, muss darüber fahren. Und mein Gott, der Leon leistet mir Gesellschaft. Der findet es gar nicht gut, wenn ich ihn streichel. Also meistens schon, nur jetzt gerade nicht. Er ist dann nämlich lieber ein bisschen genervt, weil er will seine Ruhe. Er möchte trotzdem hier liegen. Katzen. Boom, boom, baby. Ja. Du hast einen Buggy. Macht ja trotzdem keinen Sinn, dass Corneo und seine Jungs da drin waren. Normalerweise kann ich doch. Ah, jetzt geht's. Fünfmal drücken. Bei fünfmal funktioniert's. Willkommen! Schön, dass ihr zur letzten Prüfung antreten wollt. Auf eurem Weg hierher musstet ihr euch bereits unzähligen Kaktoren stellen. Kennt ihr die Chroniken des Gebieters? Dort heißt es, dass der Wüstenschatz einst aus einer anderen Welt ja, das ist mir doch schon. Und sein wahrer Besitzer ein legendärer Schwertmeister sei. Gemäß den Worten der Heiligen Schrift haben wir den Wüstenschatz seit Generationen beschützt. Und nun bin ich gespannt, ob einer von euch tatsächlich dieser legendäre Schwertmeister ist. Natürlich! Hä? Ihre Verteidigung zu durchbrechen ist quasi unmöglich. Solltet ihr sie dennoch bezwingen können, werde ich euch den lang gehüteten legendären Wüstenschatz anvertrauen. Nun denn, beginnen wir also mit der letzten Prüfung. Auf geht's! Diesmal ist Aerith. Ich muss aber ganz kurz was klären. So, Herausforderer Aerith, los geht's. 4000 sind wieder angedacht. Schauen wir mal, was ich kann. Die ersten müssten Physikkartoren sein, weil ich erstmal aufbauen muss. Achso, Lumi. Moment, Anti-Fähigkeit. Ja, habe ich verdient. Was brauche ich hier? Warte mal. Ob jetzt die Zeit weiterläuft? Heiliger Fokus? Nein. Ach, der Unschuld? Ja. Jetzt greifen wir aber! Boom! Ja, das habe ich verdient. Nein, mein. Es wird ungemütlich. Der ist für dich. Damit geht es leichter. Ach komm. Nee, komm, so auf gar keinen Fall. Erneut versucht.
erstmal wieder reinkommen. Vernünftig sitzen. Katze ist jetzt auch weg. Jetzt geht er dann alles wieder. Das sieht nach Ärger aus. Jetzt reicht mir aber. Nicht so nah rangehen, ja? Los! Und los! Der ist für dich! Jetzt reicht mir aber. Flieg! Oh, warum? Und los! Los geht's! Nicht zu nah rangehen, ja? Hoppla! Standhaft bleiben! Flieg! Ja, jetzt oder nie, und zwar mit dem großen Strahl der Vergeltung kommt. Überlass das ruhig mir! Das hat ja auch richtig gut funktioniert. Tut mir echt leid! Es geht los! Mach mal den heiligen Fokus. Der ist für dich! Jetzt bin ich gut. Meine Güte. Damit geht es leichter. Nicht zu nah rangehen, ja? Immer vorbereitet sein. Achtung! Der ist für dich! Geht es leichter? Ja, bitte. Und los! Jetzt reicht mir aber. Los geht's! Nicht zu nah rangehen, ja? Na? Tut mir echt leid. Zeig mal, ob ich jetzt den heiligen Fokus. Los geht's! Keine halben Sachen! Los geht's! Zack! Hoppla! Zack! Nein! Geht es leichter. Los! Happy, jetzt reicht mir aber. Jetzt standhaft bleiben. Zack! Ab mit dir! Warte! Na? Ich habe noch Punkte, also alles gut.
Perfekt, beim ersten, zweiten Versuch, ja, ich geb's ja zu, es ist der zweite Versuch gewesen. Aber geschafft ist geschafft. Wahrhaftig. Ihr habt die Prüfung bestanden. Der legendäre Schwertmeister ist zurückgekommen. Ganz genau wie in den Chroniken beschrieben. Und jetzt setzt es sich zusammen. Alpha, Beta, Gamma und Omega? Ich habe keine Ahnung. Und doch gibt es noch etwas, worum ich dich bitten möchte. Nicht so voreilig! Oh. Natürlich kommen die jetzt nochmal, haben sie ja gesagt. Seid Legenden oder Gebieter oder was auch immer. Aber der einzig wahre Besitzer dieses und jedes anderen Schatzes auf unserem Planeten ist Don Corneo! Wir können jetzt bitte endgültig ausschalten. Und jetzt drückt endlich diesen verdammten Schatz raus! Was passiert jetzt? Der Riesenschädel? Ihr wagt es, meinen Schatz an euch reißen zu wollen? Ihr frevelhaften Narren seid nicht würdig, den Namen Genji überhaupt in den Mund zu nehmen! Was wird das denn jetzt? Bleibt zurück! Den Schatz zu beschützen ist immer noch unsere Aufgabe. Haben sie gut gemacht. Will noch wer? Glaub nicht, du hättest uns damit am Boden. Der Corneo-Clan hat nämlich schon ein neues Ziel. Und nach unserem Aufstieg wirst du noch auf Knien um Gnade flehen. Don! Dann mach ich dich und deine ganze Stachelsippe hier fertig, klar? Goblin-Gulasch mach ich aus dir! Gulasch. Okay. Kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin sagen wollte. Würdest du gegen mich antreten? Ein Duell mit dem legendären Schwertmeister will ich mir nicht entgehen lassen. Von mir aus. Okay, besiege Gobby. Kriegen wir hin. Oh, ich ahne Schreckliches. Gib mir erst einmal. Natürlich ganz gut. Auf Nummer 6. Dieser Goblin fällt aus der Rolle, denn interessiert sich für die menschliche Kultur und hat sich die Sprache der Menschen selbst beigebracht. Ein uralter Pakt verbindet ihn mit den Kaktoren, mit deren Hilfe er den Wüstenschatz bewacht. Wenn du einen Treffer gegen ihn landest, nachdem du seinen Goblinschlag oder andere Techniken mit präziser Abwehr abgewehrt hast, kannst du ihn schockabfällig machen. Kämpfst du längere Zeit ohne ihn zu schocken, entfesselt er mit seiner Gesichtsmassage einen mächtigen Angriff. Ja! Wie das? Das war's! Kein Nutzen! Ja! Und er ist hart. Verdammt! Ihn jetzt nicht schlapp machen. Ey, du darfst mir direkt den Übertrank reindrücken. Es ist vorbei! Ich wollte eigentlich nicht den Mutangriff. Ich wollte das hier. Was? Nicht so nah! Arbeit. Ich übernehme. Jetzt will ich mal was probieren, warte. So, dann will ich. Und das ein oder zwei dunkle Künste. Ja.
das war's dann. Nimm das! Nicht gut. Dein Angriff! Du bietest dir zu viel zu. Über meine Grenzen, es geht los! Nimm das! Gegenstände, Phönix, Trank, habe ich irgendwo Phönix Feder. Arret. Geht es wieder? Viel Erfolg! Ich verlasse mich! Dann gibt's noch eine Synchro drauf. Oh, natürlich nicht. Noch stehe ich. Ich leg los. Wie unangenehm. Gerade als ich die Synchro-Fertigkeit machen wollte, ganz grandios. Warum sage ich das, was man wahrscheinlich am meisten braucht, ganz unten? Das hat viel Erfolg. Ich muss kurz verschnappen. Es geht los. Dein Einsatz. Könnt übernimm du. Ausgerechnet jetzt. Wieso hat er ihn jetzt provoziert? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Na komm, mach mal maximale Wut. Kannst du übernehmen? Du musst mich halten. Gut. Die Legende ist also wahr. Jetzt ist mir auch klar, wie ihr alle meine Prüfungen schaffen konntet. Der Wüstenschatz gehört wirklich und wahrhaftig in eure Hände. Unsere Aufgabe ist hiermit beendet. Und ab morgen können wir unsere eigene Geschichte schreiben. Ja, das werdet ihr sicher. Sollten wir uns eines Tages wiedersehen, würde ich mich über einen erneuten Kampf freuen. Klar. Also, da taucht noch mal einen dritten Teil auf. So, du hast Gobbys Prüfung bestanden und wurdest von ihm als legendärer Schwertmeister anerkannt. Die Kraktoren haben sich anlässlich dieser Leistung eine besonders knifflige Aufgabe einfallen lassen und warten mit einem Missionsmodus bei Kraktorenkrawall auf, den nur ein wahrhaft legendärer Schwertmeister bestehen kann. Eieiei. Heißt das jetzt, ich muss alle noch mal in der Missionsmodus machen? Oh Mann, ey. Würde dieser Samurai jetzt auch mal was mit uns bequatschen? Oh, Schatz von Wüste. Einfach mal mit uns reden, statt gegen uns zu kämpfen. Schon wieder? Du warst es, der den Sandriesen kontrolliert hat. Stimmt's? Angelockt vom Ruf Genjis kam ich geschwind. Nichts als Sand und brütende Hitze vorfindend. Du schon wieder? Komm, stoßen wir auf den Mond an. Ich verzichte. Eine solche Einladung einfach auszuschlagen zeigt, dass du keine Manieren hast. Was erwarte ich auch von einem Dieb? Einem was? Wie soll ich dich denn sonst nennen? Dich, der sich das Eigentum anderer unter den Nagel reißt. 6 Teile meiner Genji-Ausrüstung. Helm, Brustpanzer, je 2 Arm- und Beinschienen. Alle gestohlen. Nur ein Teil meiner Ausrüstung ist mir geblieben. Ja! Einzig und allein, der Genji-Schild ist noch mein. Eine weitere Protosubstanz? Ich sagte doch, das ist meine Ausrüstung!
Wenn ich alle 7 Teile zusammen habe, erlange ich meine Erinnerung zurück. Dann werde ich endlich wieder wissen, woher ich kam und wohin ich gehen wollte. Kämpfen wir! Ein Duell auf Leben und Tod um die Genji-Ausrüstung! Ich bin Gilgamesh, der einzig wahre legendäre Schwertmeister. So weit waren wir schon. Der schicksalhafte Ort unserer Begegnung soll sein. Gilgamesh! Insel! Du kannst doch. Und taucht dann einfach aus dem Meer auf, ja? Ich weiß gar nicht, wie sehr ich den Tag herbeisehne, an dem sich unsere Klingen kreuzen. Jetzt kann ich mit der Tiny Bonko dann auch den mittleren Bereich endlich klären. Ich glaube, 4 Herausforderungen müssen wir machen, damit wir am Ende dann auch mal Gilgamesh kriegen. Oder bekämpfen können. Irgendwas war in der Richtung. Aber nächste Folge erstmal Minispiele. Du warst großartig, Cloud. Ich habe eine Landmasse im Meer geortet, die bisher noch nicht an dieser Stelle war. Es ist kaum zu glauben, aber eine neue Insel ist entstanden. Okay. Okay. Ich bin mir sicher, dass dort der legendäre Schwertmeister und seine Ausrüstung warten. Meine Aufregung lässt sich nicht mehr unterdrücken. Welche Daten werden uns wohl auf dieser neuen Insel erwarten? Cloud! Unsere Suche nach der Protosubstanz nähert sich ihrem Höhepunkt. Danke, dass du mich auch weiterhin unterstützt. Gut. Ja, das war wie erwartet, genau. Jetzt gucken wir noch ganz kurz einmal unten hier in Dings rein. Wahrscheinlich muss ich jeden einzelnen davon separat abgreifen. Kommst du wohl, also wurde aktualisiert. Und kann nicht einfach in einem alle Herausforderungen machen, oder? Wie sie die Prüfung Missionsmodus hat. Ich will nur wissen, was es für eine Belohnung gibt. Missionsmodus gibt Elixier. Wow, 6000 Punkte. Ja, dann verpasst ihr nichts, wenn ich das einfach mal so nebenbei mache. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Folge sehen wir uns dann wieder. Und dann gehen wir zu Gold Source, dann machen die Minispiele und danach machen wir dann die Protosubstanz-Geschichte zu Ende. Ich bedanke mich und bis dahin, euer Steffen.